Ich freue mich sehr. Ich stehe hier mit Team Finanzen und Team ist in diesem Fall der Jens, der das ganz alleine verantwortet. Jens, kannst du mal ein bisschen erzählen, was du so machst? Ja, also hauptsächlich eigentlich würde ich sagen zwei Sachen. Zum einen planen, also genau zu schauen, was wird kommen an Kosten und auch an Einnahmen und dann am Ende ist es rechnen und dafür zu sorgen, dass wir das irgendwie alles am Ende vernünftig hinbekommen. Das ist eigentlich so meine Aufgabe. Das werden wir ganz bestimmt. Und du bist ja so ein sehr systemisch denkender Mensch. Und ich weiß, dass du dir da sehr viel selber überlegt hast, wie man das geschickt anlegen kann. Kannst du dazu was sagen? Ja, gut, mein Gedanke war, ich probiere jetzt vielleicht mal einen neuen Ansatz aus. Und wir haben für das ganze Thema Finanzen ein relativ modernes System aufgesetzt, was irgendwie mit Echtzeitzahlen operiert. Das heißt, wir sehen eigentlich relativ schnell oder relativ genau, wo wir jetzt gerade stehen. Was die Einnahmen und auch was die Ausgabenseite angeht, das ist eigentlich ein sehr schönes System und läuft wunderbar. Das klingt cool. Was kannst du denn den Leuten mitgeben, Ehrenamt und Finanzen? Ein Tipp, hau raus. Ja gut, also System hatte ich eben schon erwähnt, ist natürlich eine wichtige Geschichte. Also ich rate davon ab, mit 1000 Excel-Tabellen zu operieren und die Sachen irgendwie verteilt an verschiedenen Stellen zu speichern. Das ist so ein Ding, was eher so in die Technik geht. Und die andere Geschichte, die ich persönlich relativ wichtig finde, ist eine gute Transparenz zu haben. Alle Beteiligten, insbesondere die es nachher verantworten, müssen schon eigentlich immer in der Lage sein, genau zu erkennen, wo stehen wir und wie sieht es aus. Alles klar, wunderbar. Danke dir. Ja, bitte.